Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. So, wir sind, ich glaube, am Anfang der Tour, genau. Wir müssen jetzt losfahren. Sind unterwegs nach Sheffield und bringen eine Ladung Benzin dorthin. Wow. Ja, doch. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal vorsichtig los. Wie viel haben wir denn geladen? 21 Tonnen. 21 Tonnen ist ein Wort. Soweit ich sehen kann, kommt dort keiner. So, den machen wir mal aus. Und ich biege schon falsch ab. Okay. Dann drehen wir doch einfach. So, da ist frei. Und auf geht's. So, jetzt passt's. Was habe ich denn da eben auf dem Navi gesehen? Knick in der Pupille. Ich war mir sicher, wir müssen links raus, aber war wohl doch nicht ganz richtig. War offenbar doch rechts raus. Okay. Nun denn. Da bleiben wir mal auf der Spur hier. Sieht zumindest mal richtig aus. Ups. Kreisverkehr, genau. Habe ich ja richtig vermutet. So. Und da müssen wir jetzt hier entlang. Nicht nach Ulm, sondern hier auf die Autobahn 8 Richtung Stuttgart, München. Aber natürlich nicht Richtung München, sondern Karlsruhe, Stuttgart. Die ist scharf. Das hatte ich jetzt gar nicht gesehen. So. Mit so einer scharfen Kurve habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Autsch. Schon wieder ein Prozent Schaden am Anhänger. Shit. Gibt wieder Abzüge in der B-Note bzw. in der Bezahlung. Nicht aufgepasst. Nun denn, ist halt so.
gerade auf der Autobahn. Wir müssten jetzt auf der Autobahn sein, ne? Weiß gar nicht, ob die sich da wirklich so teilt, die A8. Doch, glaub schon. Macht sie, glaube ich, sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber relativ. Achtung, scharfe Kurve. Da machen sie extra ein Schild hin. Die wussten, dass ich komme. Kreuz Stuttgart. Kommen wir quasi an meiner Heimat vorbei. Die ist noch ein bisschen südlicher, aber... Südlich von Stuttgart, aber sie ist hier in der Gegend. Wir müssen aber geradeaus. Ja, die Abbiegung, Abzweige auf die A81. Den kenne ich. Fahren aber, ups. Und noch einmal Abzweig auf die A81, weil die ist ein Stück parallel auf der, ist ein Stück A8, A81. Bern, Zürich. Theoretisch müsste jetzt dann nochmal Abzweig kommen, A81, wenn das da Richtung Bern-Zürich ging. Hä? Ja, ist halt Maßstab 1 zu keine Ahnung was. Das merkt man dann halt schon. Halt dann nicht ganz original. Wir sollten mal ein bisschen langsamer fahren, wenn hier Radar. Wenn hier schon Radar angekündigt wird, das wollte ich eigentlich wegmachen. Jetzt geht's bergauf, jetzt muss er ziehen. 3er Karlsruhe. Das fahre ich höchst selten mal. Und meistens, wenn ich irgendwie Richtung Norden hochfahre, fahre ich über Karlsruhe, also über Landau. Und dann komme ich hier gar nicht lang. So, wir müssen hier ab Richtung Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe. Ja. Sieht gut aus. So leer ist die A5 in der Realität zwar nie, oder nahezu nie. Meistens ist sie gerammelt voll. Deswegen fahre ich sie auch selten. Da ist die Strecke über Landau und dann die A65 hoch Richtung. Und dann auf die A61 später. Deutlich angenehmer. Morgen auch. Ja, wir haben Sonnenaufgang, 6.34 Uhr. Schön.
Kreuz Walldorf. Da geht es dann auf die A61. Wenn man Richtung Köln hochfährt jedenfalls. Erst auf die A6 und dann auf die A61, genau. Wir fahren hier aber geradeaus weiter. Und sicher eine gar nicht mal so schlechte Strecke, halt nur die A5 ist einfach immer voll. Gemähte Felder links und rechts. Oh. Rasthof. Oh ne, wir haben noch. Nächste Pause in 8 Stunden. Das ist ja mehr als genug Zeit. Da können wir noch ein Weilchen fahren. Und tanken müssen wir auch noch nicht. Auch erst in 1500 Kilometern. Von daher können wir einfach durch die Gegend rollen. Schönes Bild, LKW im Sonnenaufgang. Ups. Nicht ganz einfach zu fahren aus der Perspektive. Frankfurter Kreuz, das ging fix. So schnell ist man mit dem in der Realität nicht. Oh, ein Flugzeug. Ich wüsste jetzt gern genau, wo ich hin muss. Irgendwo biegen wir da ab, okay. Die A3 wahrscheinlich. Köln-Leverkusen. München nämlich garantiert nicht. So. Nehmen wir die Kurve mal was langsamer. Wow, da geht's bergauf. Basel-Stuttgart wollen wir nicht. Köln-Wiesbaden klingt jetzt besser. Wäre natürlich nice, wenn wir das mit den 8 Stunden noch bis auf die Fähre schaffen. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Nicht so wirklich. Frankfurter Flughafen. Kommt man da wirklich dran vorbei, wenn man über die A3 fährt? Hab's ehrlich gesagt noch nie probiert. Ich vermute mal, wenn das hier so ist, dann wird es in der Realität zumindest ansatzweise auch so sein. So ganz ein Flugzeug.
so ganz an der Realität vorbei machen sie es ja dann so, also so Sachen zumindest auch nicht unbedingt. Und wir rollen durchs schöne Deutschland. Felder mit Ballen drin. Oh, mehr weiter hochschalten können wir nicht. Mehr Gänge haben wir nicht. A3 ist ja in der Realität auch nicht wirklich so leer, wie es hier ist. Aber zum Fahren ist das jetzt ganz angenehm. Weil dauernd den Stau, den braucht man jetzt in dem Spiel auch nicht unbedingt. Zumindest ich nicht. Da bin ich dann über eine Simulation doch ganz froh. Da kann man einfach weniger Verkehr reinprogrammieren. Gibt, glaube ich, sogar Mods, die mehr Verkehr... oder? Neubau einer Brücke, okay. Was wollte ich sagen? Genau, es gibt ja sogar Mods, die... mehr Verkehr... ins Spiel bringen, aber... ich fände es, glaube ich, nur nervig. Braucht man nicht wirklich. Achtung, langsame LKW. Ja, die mit wenig PS, die haben jetzt ein echtes Problem. Und sind DAF haben wir dahingehend ja recht gut ausgestattet. Ja, ist wieder frei. Blumen. Blumen auf der Autobahn. Süß. Ich denke mal, das gehört nicht so wirklich so. Zumal die ja schon lange platt gefahren werden. Oh, jetzt geht's bergab. Jetzt können wir Tempo machen. Holen wir mal ein wenig die PKWs. Oh, ein Volvo. Ups. Nordrhein-Westfalen, willkommen. Raststätte Königsforst. Nordrhein-Westfalen ist ja mein Geburtsbundesland sozusagen, wo ich aufgewachsen bin. So gesehen auch noch Heimat. Was macht ihr denn da? Ist da irgendein Grund, langsam zu fahren? Heumarer Dreieck. Ach, das kenne ich auch noch. Auch sehr berühmt, berüchtigt durch die Staumeldungen dort. So. Wir müssen weiter auf die A4. Wir fahren hier ein klein wenig Slalom, sorry an den Verkehr hinter mir. Irgendwie war die Kurve doch ein bisschen steiler, als ich
vom Navi her dachte. Da ist frei. Köln Zentrum, da wollen wir nicht hin. Und jetzt geht's gleich über den Rhein. Wunderbar. Der Rhein. Kreuzkerpen, 1000 Meter. So ganz dicht, so dicht sind die dann auch nicht beieinander in der Realität. Aber wie gesagt, das ist ja alles in einem gewissen Maßstab hier im Spiel. Wir fahren geradeaus, ja. Von daher passt das dann schon. Ansonsten wären wir ja Stunden unterwegs, Tage unterwegs. Und das hat, wenn das in der Realkilometer, also Weite wäre, ein Kilometer tatsächlich einem Kilometer entsprechen würde. Da würde man ja von Ulm nach Köln schon einige Stunden brauchen. Das ist dann vielleicht für die Realismusfanatiker sehr interessant. Aber so in einem Let's Play wäre das mit Sicherheit ausgesprochen langweilig. Weil ihr würdet ja über Stunden nur Autobahnfahrten sehen. Und wenn man rechnet, dass so eine Let's Play-Folge in der Regel um die 20 Minuten geht. Was mein Stichwort ist, dass wir auch die Folge jetzt gleich beenden. Kann man sich dann ausrechnen, was man bei 5-6 Stunden Fahrzeit oder noch länger an Folgen machen muss, um überhaupt nur mal einen kleinen Teil der Strecke zu schaffen. Ne? Schon, von daher passt das schon so. Ja, aber wie gesagt, Stichwort 20 Minuten, die sind schon längst um. Deswegen sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch übermorgen wieder mit dabei, wenn wir unsere Reise Richtung Sheffield fortsetzen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.